Guten Abend, liebe Geschwister und Freunde. Hallo. Aus aktuellem Anlass fühlen sich Anja und ich dazu genötigt, dieses vermutlich wichtigste Video aller Zeiten zu produzieren. Und ja, es gibt anscheinend da draußen sehr viele einsame Menschen, die sich dann irgendwie quer durch die Bibel pauken und sich wundern, warum sie immer noch einsam sind. Und sowohl Anja als auch ich haben mehrfach in unserem Leben, die nun weiß Gott nicht die Ideallinie waren, festgestellt, dass es sich im Ernstfall immer wieder lohnt, auf Gott zu vertrauen. Ja. Wir singen jetzt einmal so einen alten Chanty. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, let me be in that number. Oh, when the saints go marching in. And when the drum begins to play. And when the drum begins to play. Oh, Lord, let me be in that number. Oh, when the drum begins to play. Es gibt Menschen, die befassen sich, was ja grundsätzlich schon mal sinnvoll ist, mit den Psalmen. Die Psalmen sind eines der wichtigsten Zusammenfassungen. Übrigens immer ungefähr in der Mitte der Bibel. Falls ihr keine Bibel habt, kommt hier vorbei, wir schenken euch eine. Und das kann man natürlich immer so und so auslegen, klar. Ich hatte neulich, wie nennt man das nochmal? Ja, da ging es nicht ganz so gut. Und da ist mir mal Psalm 88 aufgefallen. Ich lese das jetzt nicht komplett vor. O Herr, du Gott meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige dein Ohr zu meinem Flehen. Denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Das waren jetzt mal die ersten fünf Verse. Da hat offenbar jemand von den Söhnen Korachs ein Lied geschrieben, wo er wohl alles andere als begeistert war. Gerade der Psalm 88 ist insofern auffällig. Also mir fallen ja alle Psalmen und so. Und ich bin ja, also ich tue ja so, als ob ich Musiker wäre. Er gibt alles zu. Mein Auge ist verschmachtet vor Elend. Ich rufe dich, Herr, täglich an. Strecke meine Hände aus nach dir. Das war jetzt Vers 10 von Psalm 88. Wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Schatten auferstehen und dich preisen? Klammer auf, Selah, Klammer zu. Selah ist ein hebräisches Wort für Gitarrensolo. Wenn ihr es mir nicht glaubt, googelt's. Wird man im Grab deine Gnade verkündigen, deine Wahrheit im Abgrund? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Ich aber schreie zu dir, Herr, und am Morgen kommt mir mein Gebet entgegen. Das habe ich übrigens schon öfter erlebt. Also, das ist mal, deswegen sollte man auch nie gegen den Spiegel beten, wenn einem das eigene Gebet wieder entgegengesteuert kommt, wie ein Boomerang. Und das ist dann meistens eine Antwort vom Big Chief. Auf Deutsch Gott. Zu dessen Kindern ich gehöre. Von Jugend auf bin ich elend und im Tod nahe. Ich trage deine Schrecken und weiß mir keinen Rat. Deine Zorngerichte ergehen über mich. Deine Schrecknisse vernichten mich.
Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Freunde und Gefährten hast du von mir weggetan. Meine Vertrauten in die Finsternis. Es ist auffällig, dass in diesem Psalm 88, den ich jetzt aus Versehen doch komplett vorgelesen habe. Ja, fast. Du hast bitte was weggelassen. Ach, stimmt. Ja. Es kann ja sein, dass Kinder zu. Von 77, oder? Genau. Aber ich finde es cool, dass der Psalm 88 auch drin erwähnt wird. Also ich meine, da besteht ja wirklich überhaupt keine Hoffnung mehr. Es gab schon viele Menschen, die depressiv geworden sind. Da hat jemand gedacht, hey Gott, wo bist du eigentlich, wenn man dich mal braucht? Und hat es aufgeschrieben und es hat es immerhin in das am meisten verbreitete Buch aller Zeiten geschafft. Mhm. Und in den Psalmen gibt's, ja, also es, ich meine, die Leute, die überhaupt auf die Idee kommen, Lieder oder Gedichte zu schreiben, die sind ja meistens, heutzutage sagt man, hochsensibel. Ich sag Künstlernatur, ja, im Prinzip das Gleiche. Psalm 77, Abvers 2. Also 11 Psalmen vorher. Ich rufe zu Gott und will schreien, zu Gott rufe ich und er wolle auf mich hören. Zur Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht. Meine Seele will sich nicht trösten lassen. Also das kenne ich besonders gut. Ich hocke manchmal bei mir auf dem Balkon und gerade beim Hand ausstrecken muss ich natürlich ein bisschen aufpassen als Deutscher. Denke ich an Gott, so muss ich seufzen. Sinn ich nach, so ermattet mein Geist. Selah, also Gitarrensolo. Damals noch Lyra. Du hältst meine Augenlider offen. Und ich werfe mich hin und her und kann nicht reden. Da leidet jemand unter Schlaflosigkeit. Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Und das hat jemand geschrieben vor ungefähr 3000 Jahren. Also wir sagen ja, also ich bin ja selber schon so weit, dass ich sage, das ist die Jugend von heute. Es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Unter der Sonne. Unter der Sonne sowieso nicht. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Gnade? Und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein? Und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen. Dann kommt nochmal, also hier steht immer Selah auf Hebräisch. Und dann kommt die Antwort, und diesmal ist es positiv. Und ich sage, ich will das erleiden. Die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat, mit dem Höchsten ist Gott gemeint. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit und ich sinne nach über all deine Werke und erwäge deine großen Taten. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, o Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. Als sie dich, oh Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie. Ja, das Meer wurde aufgeregt. Die Wolken gossen Wasser aus, es donnerte im Gewölk und deine Pfeile fuhren daher. Deine Donnerstimme erschallte im Widerhall und Wirbelwind. Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde erbebte und zitterte. Dein Weg führte durch das Meer und deine Fahrt durch gewaltige Fluten. Und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron.
Das war jetzt der komplette Psalm 77. Und wir leben ja im neuen Bund, für alle, die es immer noch nicht kapiert haben. Jesus Christus, unser persönlicher Mega-Chief. Übrigens dringend zu empfehlen, ihn als Mega-Chief zu nennen. Also ich habe in den letzten 28 Jahren nur gute Erfahrungen mit Jesus gemacht. Die paar Male, wo ich ihn verstanden habe, da habe ich immer am Ende eingesehen, dass ich einen Fehler gemacht habe und nicht er. Er lebt. Mhm. Und er hat selber mal gesagt, also ich meine gerade eben, Psalm 77, das Ende davon, da geht es natürlich da, wo das Volk Israel durchs Rote Meer geschafft hat und so. Wurde. Mhm. Und Jesus erzählt in einem Gleichnis, dass ein guter Hirte, wenn 99 Schafe brav in der Herde bleiben und ein Schaf mal in die falsche Richtung läuft, dann passt der Schäferhund auf die 99 Schafe auf und der Hirte sucht das 100. Schaf. Er gibt niemanden auf. Das ist so geil. Haben wir beide schon erfahren, gell? Mehrfach, würde ich sagen. Ich bin auch weggelaufen, eine Zeit, also jahrelang sogar war ich weg und wollte nichts mehr zu tun haben mit Gläubigen und habe gedacht, das ist alles nur Unsinn und Gott passt eh nicht auf und er kann nichts mehr tun irgendwie und die Zeit ist vorbei, wo Gott eingreift und das war früher in der Bibelzeit so, aber ist doch nicht mehr, ist immer auf uns gestellt, habe ich gedacht. Und ja, es war furchtbar die Zeit, bis ich gemerkt habe, wenn ich langsam mal wieder beginne, ihm zu vertrauen und auf seine Zusagen, die in seinem Wort geschrieben sind, zu vertrauen, auf jeden Fall, dann werde ich verschmachten, wie man so sagt. Also ich hatte wirklich keine Lebensfreude mehr eine Zeit lang. Und habe gedacht, was bringt das alles noch? Für was lebe ich denn eigentlich noch? Das sind alles so oberflächliche Egoisten und so. Und ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die allen Ernstes behaupten, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Ja, die gibt es. Sogar in unserer Verwandtschaft, gell, so. Also wenn die Bibel ein Märchenbuch wäre und ich der Chef von der katholischen Kirche, da würde ich noch nie im Leben solche Psalmen wie zum Beispiel den, also ich habe gerade eben Psalm 88 und Psalm 77 gelesen. Psalm 88, totale Hoffnungslosigkeit. Tiefste Depression. Ohne Antwort von Gott. Psalm 77, tiefste Depression, aber mit Hoffnung auf Gott. Ich meine, wenn das ein Märchenbuch wäre, warum soll ich denn sowas reinschreiben? Dann will doch immer das Ende hören und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. So kennen wir es von Gebrüdern Grimm. Und so kennen wir es eigentlich aus der Bild-Zeitung und so kennen wir es eigentlich auch aus den ganzen scheiß Mainstream-Medien da. Ah, das ist auch hier politisch. Nee, lass es. Fuck it up. Das Entscheidende am Christsein ist definitiv, dass du vollkommen vertraust. Dass du überall, egal, vor jedem Denken, vor jedem Reden, und vor jedem Handeln immer vorher darüber nachdenkst, mache ich das, was ich jetzt gerade mache, aus Liebe. Liebe. Und zwar zu sich selbst und zu den anderen Menschen. Natürlich auch zu Gott, ist klar, ja. Auf allen Ebenen. Ja. Also die sexuelle Liebe natürlich bloß gegen die Ehepartnerin halt. Gegen gesagt. Ich würde sagen, mit der Ehepartnerin zu ihrem Kurs. Ja. Mit dem Partner. Ja, da war ich vielleicht ein bisschen zu hart. Ja. Echt, ich war schon mal zu hart. Ja. Wir wollen es nicht vertiefen. Ja, wir wollen es nicht vertiefen. Ach, guck mal, weil, nee, das stimmt aber auch nicht. Wir wollen es ja vertiefen. Nee. Ich mache es einen auf Gutenberg so. Sind wir schon live? Können wir es nochmal stoppen?
Lösch uns einfach mal alles, was über Vertiefen ging. Also das Wichtige im Leben von jedem Menschen ist, dass man Gott vertraut in allen Dingen, in allen Lagen, in allen Situationen, ja, egal wie definitiv krass es aussieht. Hört auf meine momentan Frau. Gott wird uns herausführen aus dem Elend, wenn wir fest vertrauen und ihn um Hilfe bitten. Und er wird helfen. Zwar nicht immer so, wie wir uns das gerne wünschen würden und auch nicht immer zu der Zeit, wie wir es gerne hätten, aber er wird uns rausführen. Ich habe schon erlebt, schon mehrmals, dass er mir geholfen hat, auch wenn es Jahre gedauert hat, aber es wurde besser, als es je war. Besser als je zuvor. Gott hat immer mindestens eine bessere Idee als du selbst. Mindestens. Und er reagiert immer spätestens rechtzeitig. Und so testet er unser Vertrauen. Ist auch okay. Gott will eine Liebesbeziehung zu uns. Er will keine Roboter, so wie der Klaus Schwab zum Beispiel, und wie die aktuelle Elite, zu der die ganze Mafia da oben gehört. Sozialpolitisch, also lassen wir es einfach weg, weil wir wissen, dass wir schon auf der Siegerseite stehen. Ja. Bei Jesus Christus? Bei Jesus Christus. Und nicht beim Teufel. Wo leider noch viele Menschen ihr Leben führen. Nach seinen... Das ist ja jetzt gerade so eine... Ich würde sagen, nach seinen Befehlen. Er meint immer, oder viele Menschen meinen, sie sind frei, wenn sie tun und lassen dürfen, was sie wollen. Aber in Wirklichkeit sind sie gebunden. Ja, also Satan verspricht viel und jedes... alles, was wir uns wünschen, meint er oder versucht oder... Er behauptet, er erfüllt es dann, aber es wird uns immer was kosten. Und zwar sehr viel. Schlussendlich kostet es unser Leben. Wenn wir uns von Satan irgendwas geben lassen oder so. Ich weiß nicht, was machen die da, so Rituale, die Satanisten und so. Und, ja, gut, ich meine, Satan hat viel Macht, kann viel helfen, kann zu Ruhm und Ehre verhelfen. Aber am Ende sind die Menschen meistens. Er hat eine begrenzte Macht auf Erde. Ja, aber er kann schon einiges tun. Er kann einiges tun, aber er muss jedes Mal, das wissen wir aus Hiob, um Erlaubnis fragen, wie weit er bei einem Menschen gehen darf. Also es gibt viele Stars, da will ich jetzt keinen Namen nennen. Das letzte Wort. Lass mich mal kurz ausreden. Viele Stars wurden schon sehr, sind die Karriere leider hochgeklettert, mit Hilfe von Satan natürlich. Das Ende ist meistens nicht sehr glorreich und ruhmreich ausgefallen. Die meisten waren danach kaputt, wegen Drogen oder was weiß ich. Oder haben sie kriminelle Machenschaften. Deswegen orientieren Anja und ich uns ja auch bloß noch an erfolgreichen, gesunden Stars, wie zum Beispiel James Hetfield und Tom Mariah. Die sind relativ gesund verglichen mit anderen. Also zumindest relativ alt. Okay, ich sage mal doch einen Namen. Ich sag mal, mir fällt ja gerade zum Beispiel Charlie Sheen ein, ja. Er war, ich weiß nicht, ob er noch lebt, ein begnadeter Schauspieler, aber er hat sich viel zu vielen Exzessen hingegeben. Und ich denke, ich weiß nicht, lebt er überhaupt noch? Also ich glaube, Ace hat auf jeden Fall. Das hat er zugegeben, ja. Drogen nimmt er auch ohne. Aber Ace kann ich mittlerweile kurieren. Nee, nicht kurieren. Du kannst nur rauszögern, dein Leiden. Ja, also auf jeden Fall kannst du mit Ace 75 werden. Ja, kann man. Aber es ist eine Immunschwächekrankheit, genauso auch, wenn man sich spritzen hat lassen mit der Tollimpfung, funktioniert das Immunsystem auch nicht mehr so, wie es mal gewesen ist, von Gott eingerichtet. Das schadet unserem Immunsystem. Und das ist Fakt. Und das verstehen die wenigsten, oder das wissen die wenigsten, weil sich die wenigsten informieren. Das ist traurig. Und viele Menschen, letztes Jahr gestorben. Wir haben eine riesengroße Übersterblichkeit gehabt, auf jeden Fall. Jedenfalls in Deutschland, woanders weiß ich es gar nicht, aber junge Menschen sind bei der kleinsten Anstrengung am Herzinfarkt gestorben und es war eindeutig wegen den Impfungen. Jetzt lassen wir aufs Politische weg. Ich komme immer wieder auf das zu sprechen. Ja, ich meine, das ist ja auch. So fertig macht, ja. Ja, ich meine, es ist ja auch, weiß nicht, also bei den 10.000 Zuschauern, die uns jetzt gerade zugucken. Ich meine, da lohnt sich natürlich nicht, da irgendwie Aktien zu investieren. Aber Anja und ich und mehrere Millionen Menschen auf dem Planeten hier haben irgendwann mal erkannt, dass es sinnvoll ist, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Zu unserem Schöpfer. Und Gott reicht dir die Hand und du kannst die ausschlagen. Dann lebst du dein eigenes Leben. Habe ich
jahrzehntelang gemacht, deswegen bin ich auch so kaputt, wie ich bin. Aber ich bin so fit, wie ich bin, weil ich irgendwann mal gesagt habe, hey Gott, ab jetzt zusammen. Ich habe einfach zugegeben, okay, also du bist mit Sicherheit das Stärkere von uns beiden. Kann ich irgendwas für dich tun? Hat Gott gesagt, ja, bring meine Botschaft da weiter raus. Bring es einfach da raus, wo es geht. Und ja, also ich habe keinen, ja, weiß nicht, ich meine, das ist eigentlich alles gar nicht so schwer zu kapieren. Wo ich jetzt noch was singen, oder? Das hier? Das andere. Ich hätte vielleicht, ich brauche auch einen Buchungsheld. Also ich glaube, vielleicht geht es nicht. Nee, weißt du, ich brauche ein eigenes. Ja. Ich ziehe es dir meistens weg und dann kannst du nicht mehr sehen. Wir sind alte Menschen mit... Ja, kurzsichtig ohne Ende. Ich bin schon eine alte Person, ja. Ich sage nicht mehr alter, aber schon hart. Das hat andere Grenze. Zum Glück haben wir in unserer Jugend immer Speed Metal gehört, ja? Sonst wären wir ja noch langsamer gealtert. Tief in der Midlife Crisis, sage ich mal. Also gut. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel im himmlischen Heer, das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, und sei dir und Ehre. Herr, du kennst meinen Weg und du ebnest die Bahn und du bleibst nicht in die Wüste. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, oh Herr, deiner Engel im himmlischen Heer. Das erhebt meine Seele zu dir, oh mein Gott, großer König, und sei dir und Ehre. Und du reichst mir das Brot und du reichst mir den Wein und du bleibst selbst Herr, mein Begleiter. Einstimmen lässt du meinen Jubel, oh Herr, deiner Engel im himmlischen Heer. Das erhebt meine Seele und dir, oh mein Gott, großer König, sei dir und Ehre. Und du sendest den Geist und du machst dich ganz neu und erfüllst mich deinem Frieden. Und es gilt auch für die Ukraine. Einstimmen lässt ihn. Weil Putin jeden Morgen einstimmt in seinen Jubel, oh Herr, deiner Engel im himmlischen Heer. Das erhebt meine Seele zu dir, oh mein Gott, großer König, und sei dir und Ehre. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, oh Herr, deiner Engel im himmlischen Heer. Das erhebt meine Seele zu dir, oh mein Gott, großer König, lob sei dir und Ehre. Halleluja, Amen. Sag mal noch, wem das Lied war, von der Kommunität Gnadental. Ja, klar. Und der Satz... Nicht, dass sie noch denken würden, es selber Hans-Werner Scharnowski war den Satz... Ich habe da geschrieben, oder? Ja, klar. Nee, das sollte man erwähnen. Ja. Also, wir empfehlen generell dieses Gemeindeliederbuch hier. Das heißt gar nicht, nicht lesen, weil es spiegelverkehrt ist. Also das ich will so dir danken, heißt es. Ich will dir danken. Also Gott. Also, man findet es normalerweise auf eBay für unter 3 Euro gebraucht. Weil Gott uns immer nur Gutes tun möchte. Und wenn wir uns verirren als Schäflein im Dickicht, in den Dornenhecken sind da müssen wir eigentlich selber schuld. Laut genug, also ich bin ja Katzenhalter. Wir müssen brüllen, ja. Wir müssen, ja, mal was. Also Blöken, das machen Schafe, Blöken. Bei Schafen heißt Blöken, genau. Bei Katzen heißt Katzen es Miauen. Katzen lassen wir mal jetzt ganz weg. Das also bei kleinen Katzen heißt es Miauen, bei großen Katzen heißt es natürlich Brüllen, wissen wir auch. Oder Maunzen. Maunzen, ja, ja, das ist aber im Prinzip, ja, obwohl Maunzen ist. Du hast einmal eine Katze runtergefallen aus dem Fenster, aus Versehen. Beim Betten machen.
Und da hat es noch ganz klägliche Laute zu hören, gell? Und vergesst nicht, das alles sofort Greenpeace zu erzählen. Ja, da kann ich ja nichts dafür, wie das Viech da auf dem Fenstersims hockt. Es ist passiert und ist nichts passiert, hat sie ja, nicht ich kann nichts dafür, dass ich Katzenliebhaber bin. Also Katzen kommen Gott meistens so auf den gemacht. Pfoten auf, also das ist gar kein Problem. Ja, aber das hat was mit der Fallhöhe zu tun. Auch. Es hat anscheinend richtig gut gepasst, die Höhe des Fensters. Also zum Erdboden, ne? Ja, so weit also wollten wir wollten ja gar nicht so weit ausholen. So nee, das war eigentlich auch geil als Kernbotschaft des heutigen Vortrags ja vorgesehen. Aber wir können die Leute ja jetzt auch nicht unaufgeklärt lassen. Mhm. Also Katzen gibt es ja in mehreren Größen. Also die kleinsten sind das so, naja, man sagt normalerweise Stubenkater und so. In Mitteleuropa ist es ja relativ selten, dass man in freier Wildbahn einem ausgewachsenen sibirischen Tiger oder zum Beispiel einem afrikanischen Löwen begegnet. Schlimmer ist es übrigens, einer Löwin zu begegnen, weil die sind für die Jagd zuständig. Stimmt. Die Löwen hocken eigentlich einen ganzen Tag bloß, also die männlichen Löwen, unter irgendeinem Baum im Schatten. Ruhen sich aus und haben bis die Frau die Beute heimbringt. Bis die Frau, dann, da gibt es auch sehr schöne Fotos. Ziemlich ähnlich zu den Menschen übrigens, gell, so. Also was ich super fand, nur nicht ein Foto, aber jetzt, na, das ist vielleicht ein bisschen, Nee, das sagst du jetzt nicht, ich weiß, was du meinst. Wir wollen es jetzt auf die christliche Schiene bringen. Naja, mit naja. Welcher Katze wird Jesus verglichen, Sören? Weißt du das? Oh, danke. So der Rettung. Was? Übrigens, wir reden die ganze Zeit nur vom Löwe von Juda. Der Löwe aus dem Stamm Juda heißt Jesus Christus und er wird als Löwe wiederkommen. Ne? Und er kommt jeden Tag wieder, sobald sich ein Mensch für ihn entscheidet. Sobald sich ein Mensch demütigt unter die gewaltige Hand Gottes und zugibt, dass er Mist gebaut hat. Just. Dass er ihn braucht. Open. Your mind. Was denn? Du wolltest was sagen. Ja, du hast mich rausgebracht. Man muss sich. No panic. Ja, wenn du mir immer reinkackst, dann ist alles weg wieder. Man muss sich an ihn wenden und zugeben, just, dass man es nicht schafft. Open. Alleine. Your mouth. Heart. Heart. Yes. Und Gott wird das steinerne Herz rausnehmen und dafür ein fleischernes Herz reingeben. Das mit haben wir gerade heute Morgen nochmal anhand von das war Buch Hesekiel 11 war es. Hesekiel 11 war es. Nochmal, da schaut nochmal gleich. Ich meine, wir hocken 33, glaube ich. Die meisten von euch denken wahrscheinlich, wir hocken ja die ganze Zeit bloß blöd rum und rauchen und saufen und gucken Tatort. Wir machen nichts anderes, als darauf zu horchen, was Gott macht. Und natürlich werden wir massiv angegriffen. Wir machen schon auch was anderes. Wir sind ja die gefährlichsten, wenn nicht sogar die einzigen Christen von Deutschland. Nein, Unsinn. Wir versuchen, Gott immer besser kennenzulernen und auf ihn zu vertrauen. Und freuen uns über jeden Fortschritt. Ja, natürlich. Gestern standen wir noch im Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Solange wir leben, sind wir in der Schule Gottes, und zwar alle uns eingeschlossen zu einem Kurs. Wir sind auch nicht irgendwie besser als die anderen, nein, aber wir sind besser dran, weil wir wissen dürfen, wir sind errettet. Baby, glaub mir, da draußen glaubt keiner, dass wir besser sind. Ja, ich weiß. Also das sind wir. Ich will es dir nur mal sagen, dass du es auch weißt. Also wir sind, das ist gut darin, uns eher eine Stufe runterzuführen. Ich meine, zum Beispiel die Anja, also ich kann mittlerweile, also wir sind 3,5 Jahre zusammen und so. Und ich habe die Tendenz dazu, insbesondere wenn ich unter massivem Drogeneinfluss stehe, meine Frau abends, wenn sie eigentlich bloß einpennen will, voll zu quatschen. Das stimmt. Und dann ja, geht es mir so wie allen römischen Feldherren. Und dann stelle ich mir vor, dass die Anja hinter mir steht. Und die ganze Zeit sagt, bedenke, du bist nur ein Mensch. Bedenke, du bist nur ein Mensch. Und dann, das ist, ey, das ist das geilste Narkosemittel ohne alles. Okay, man muss jetzt so viel Zeug aus unserem Intimleben da jetzt preisgeben, so einen Kurs, wir lassen das. Tatsache ist, dass wir uns freuen dürfen, dass wir errettet sind. Was sagt Paulus so schön?
freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Ich glaube, Philippa 4, wenn ich es recht weiß. Das ist alles Philippa 4, stimmt. Also, das ist wirklich, also Philippa-Brief ist sehr auferbauend, wenn man den mal liest. Und allgemein gesehen sind die Lehrbriefe für Christen, also für uns Heidenchristen, sind es die paulinischen Briefe. Er schreibt an verschiedene Gemeinden, die gerade gegründet worden sind, wie Korinth und Galatien. Stimmt, Galatien? Ja. Das sind alles Galater. Bis jetzt, ja. Epheser, Kolosser und so. Auf jeden Fall, meine, für unsere Vorfahren, also wir sind ja Germanen. Ich bin noch gar nicht fertig. Und da war das ja völlig normal, jedes Wochenende mehrere Jungfrauen abzuschlachten, damit es mal wieder schönes Wetter gibt. Ach, Söhne, auf. Es war übrigens in sämtlichen Kulturen normal. Sie war das nicht bitte noch für die Ausreden? Ich lasse dich ausreden. Der Zögling von Paulus war Timotheus. Ja, genau. Und dieser junge Mann... Achtung, meine Frau erzählt jetzt... Und jetzt kommt der springende Punkt. Dieser junge Mann wurde sehr gelobt von Paulus, weil er ihm in allem nachgefolgt ist und alles eben mit ihm besprochen hat. Also sie waren quasi Seelenverwandte. Und... Er hat gesagt, also Paulus hat zu Timotheus gesagt, er soll sich nichts draus machen, dass viele denken, er ist zu jung. Es hat nichts mit dem Alter zu tun, also die geistliche Reife hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern damit, inwieweit man es zulässt, dass der Heilige Geist in einem wirkt, im Herzen eines jeden Menschen. Und ich würde sagen, das war's. Sören, komm schon nochmal. Ja, dann komm mal. Ich wollte es nur mal anmerken, dass es gibt, glaube ich, 2 Timotheusbriefe und das ist sehr gut, wenn man diese mal liest, als junger, gerade als junger Christ, wenn man wissen möchte, was Gott von einem möchte. Und wie gesagt, wir leben im neuen Bund. Das heißt, wir dürfen wissen, wir sind alleine aus Gnade errettet, nicht aus Werken. Weil es gibt so viele, ich kenne viele, viele Christen, leider, die immer meinen, man muss alles richtig machen. Und weh, man tappt ein bisschen daneben, dann kommt man sofort in die Hölle. Es gibt Leute, die denken, sie haben Angst vor Gott. Und das tut nicht in die Hölle, komme ich das hier mache. Es geht darum, dass wir keine Angst haben müssen vor Gott, überhaupt nicht. Gott liebt uns als liebender Vater. Arme Zigarette genießen. Sondern darum geht es jetzt überhaupt nicht, du scheiß Rauchen, echt. Ja, darum geht es auch nicht, eben. Nee. Und es gibt Leute, die glauben, dass Christen in die Hölle kommen, wenn sie abends mal eine Zigarette rauchen. Es gibt diese Christen, aber das ist ein Genussmittel, genauso wie zum Beispiel, was weiß ich, was die Leute mit Cola oder Fanta, keine Ahnung, irgendwas. Nutella. Ist auch nicht gesund. Cornflakes. Alles nicht gesund. Ja, McDonalds. Ist nicht gesund. Das stimmt aber hier. Man kann allerdings auch Rücksicht nehmen auf seine Frau, die nicht Raucherin ist, wenn man meint, dass man die Zigarette das rauchen kann. Kann man. Aber das muss ja nicht unbedingt vor laufender Kamera sein. Dass du Rücksicht nimmst, ja. Manche Leute meine geben nichts auf ihre Vorbildfunktion als Christ, was natürlich auch nicht gerade so toll ist. Nee, ich setze viel mehr auf die Botschaft der Heiligen Schrift. Ist auch wichtiger, ja. Also, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, dann habt ihr jetzt Psalm 88 und Psalm 77 komplett vorgetragen gehört. Und mein Vorschlag, die 2 Timotheusbriefe zu lesen. Die sind sehr, sehr wichtig. Es gibt wenige Bücher, wo es sich wirklich so lohnt, das da immer wieder reinzugucken, wie die Bibel. Allgemein gesehen, ja. Biblia heißt übrigens Buch. Das Buch der Bücher. Es sind echt viele Bücher da drin. Das wissen wir ja alle. Hoffe ich mal, dass das viele wissen. Also neulich war ein Mann hier, ein junger Mann, der gesagt hat, es muss irgendein Blödmann geschrieben haben, dieses Buch. Ich meine, das ist ja nicht nur die. In einem Buch sind ja viele, viele Bücher von vielen verschiedenen Menschen geschrieben. Aber wenn sich einer nicht damit beschäftigt, ich meine, da ein Mensch hat es geschrieben und das glauben die Christen jetzt einfach. Das ist total Unsinn natürlich. Also es ist innerhalb von etwa 300.000 Jahren aufgeschrieben worden, natürlich von Menschen. Mhm. Vom Heiligen Geist getrieben. Die komplette Tora, so nennt man die ersten 5 Bücher Mose, die wurde in Babylon aufgeschrieben. Babylon war damals das, was heute Washington ist. Was ab und zu mal Berlin war. Ja, und da haben sich halt Menschen darüber Gedanken gemacht, warum sie jetzt in so eine Scheiße reingeraten sind. Wie kann das passieren, dass ich einfach von einem anderen Volk zur Hälfte ausgerottet und zur Hälfte in Gefangenschaft geführt werde. Und dann saßen sie halt
da. On the rivers of Babylon, when we flood there, oh Lord, be care. When I remember Zion, Zion ist ein anderer Name für den schönsten Berg von Jerusalem. Zion, rückwärts gelesen, Neues, auch interessant. Gab es noch eine sehr gute christliche Death Metal Band. Es gibt Leute, die können sich das gar nicht vorstellen, dass es christlichen Death Metal gibt. Auch, ich meine, warum denn nicht? Du kannst doch alles, also Gott benutzt doch automatisch alles, was es hier auf Erden gibt. Ist ja auch kein Wunder, weil ihm gehört ja hier auch alles. Und er benutzt insbesondere Menschen, die sich ihm voll und ganz zur Verfügung stellen. Und ich habe es überprüft anhand von Matthäus 6, Vers 34. Trachtet zuerst nach dem Himmelreich, dann wird euch alles andere gegeben werden. Ja, naja, ob es mir nicht glaubt oder ob es mir glaubt, es ist die Wahrheit. Wenn du dein ganzes Leben Gott widmest, dann kriegst du den ganzen Rest. Du kriegst das, was du wirklich brauchst. So viel ist es übrigens gar nicht. Genau. Es sind keine Millionen, es sind keine Ferraris, es sind keine Villen in Hollywood. Es ist dein täglich Brot. Und es reicht vollkommen. Und Menschen, die einen verstehen. Und die anderen nicht. Und lieb haben. Haben mittlerweile Gewichtsprobleme. Das ist nicht wahr. Weil wir einmal zu oft gebetet haben. Ja, also wir essen nicht viel, also stimmt so nicht so. So, ich glaube, das war unsere Botschaft momentan, ne? Dass es nicht allzu lang wird. Das können die Leute nicht ertragen, so eine ganze Schulstunde oder so. Ne, wir sind generell... Wir wollten eigentlich nur die Psalmen vorlesen. Ja, sprechen. Aber jetzt, ich meine, ja, der Heilige Geist hat manchmal bessere Ideen als ich. Ich weiß, das ist eigentlich unvorstellbar, weil ich bin ja bekanntermaßen der einzige Deutsche mit Gehirn. Deswegen heißt es ja auch dieser Bullen. Also manchmal kommt echt Unsinn raus. Aus dem Mund. Aber wie gesagt, es ist nicht alles vom Heiligen Geist, was aus seinem Munde kommt. Ne? Kommt auch sehr viel raus, was ungeistlich ist. Muss man betonen. Bei mir natürlich auch. Also ich bin nicht besser. Ne? Aber vor laufender Kamera weiß ich mich ein bisschen zu beherrschen. Jesus Christus selber hat gesagt, nicht das, was in euch reinkommt, macht euch unrein, sondern das, was aus euch rauskommt. Genau, da musst du ein bisschen aufpassen, was du babbelst. Ich glaube, da geht es eher um den allmorgendlichen Gang auf das Heimlichgemach, hieß es im Mittelalter. Ach, Unsinn, es geht um die Worte, die rauskommen. Die bösartigen manchmal. Also bei manchen Leuten ist wirklich, die lästern nur rum und sind gehässig und das verunreicht einen Menschen. Aber doch nur bei Frauen. Nee. Bei Männern da ist es dann immer, ja, ich hau dir aufs Maul. Was alles dafür schöner ist. Da ist alles in deinem. Ja. Das war sowieso wenig gut drauf gerade noch. Ja, jetzt, ich rufe ihn gleich zurück. Okay, also unsere Botschaft ist eigentlich gar nicht so neu. Aber wichtig, dennoch. Sowohl Anja als auch meine Wenigkeit haben irgendwann in den letzten 30 Jahren festgestellt, dass das Leben noch, also auf jeden Fall unterhaltsamer, es ist sinnvoller, aber es ist auch anstrengender, da machen wir euch überhaupt nichts vor, wenn du dich für Jesus Christus als deinen Heiland und Erlöser entscheidest. Das ist wirklich so, ja. Es kann sogar sein, dass du dich mit Familienmitgliedern total verstreitest. Oder mit Freunden oder Freundinnen. Also da gibt es wirklich traurige Geschichten darüber. Ne? Jetzt kommen wir aber noch 5% Akkus hören. Also langsam nicht mehr online. Die traurigen Geschichten erzählen wir euch das nächste Mal. Ja, glaube ich auch. Insofern, seid froh und mutig. Das siehst du fast nichts, oder? Siehst du da was? Ein bisschen Flamme kann man sehen. Jetzt zünd aber dein Handy nicht an, sonst
Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen dir. Hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der volle Quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Das haben wir jetzt ganz spontan a cappella gesungen. Die Melodie ist übrigens die aktuelle israelische Nationalhymne. Yes. Und ja, dann verabschieden wir uns. Ja. Wünschen euch noch eine gesegnete Nachtruhe. Man ist jetzt schon halb zwölf schon. Und wir gehen einfach davon aus, dass wir uns nie wieder sehen. Red kein so in Unsinn. Also falls... So Gott will und wir leben, werden wir uns wiedersehen. Wenn ich das biblisch immer machen. Falls wir morgen nicht mehr hier sind, dann heißt es, dass wir entrückt wurden und ihr alle irgendwas falsch verstanden habt. Das wäre natürlich unmöglich. Dann müsst ihr durch die 7 Jahre durch unter dem Antichristen, während wir da oben schon Megaparty machen. Also, seid allesamt gesegnet. Aber wirklich allesamt. Allesamt, die zuhören. Ja, das hört halt. Ja, und gehabt euch wohl. Ich wünsche euch schöne Träume und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.